liebe Eltern und liebe Schüler. Wir sind die diesjährigen Schülersprecherinnen. Und zwar, ich bin Mara. Und ich bin Kali. Genau. Und aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist es uns leider nicht möglich, Sie durch das Schulhaus führen zu können. Deshalb dachten wir, dass wir Ihnen einen virtuellen Einblick in unsere Schule geben. Also das hier ist unser Schülertreff. Hier kann man Billard spielen, Tischkicker oder sich einfach ausruhen. Normalerweise sind hier Tische und Stühle aufgestellt, aber aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind die hier nicht. Aber die Schüler haben hier die Möglichkeit, in den Pausen, Freistunden oder in den Mittagspausen sich hier aufzuhalten. Und für die Kleineren bietet unsere Schule auch ein Angebot, und zwar zur Hausaufgabenbetreuung statt, wo hier Hausaufgaben gemacht werden können. Das ist unsere Mensa und unsere Schüler können in den Mittagspausen hier lecker Mittagessen. Das ist unser Jugendhaus und zwar hier können die Schüler nach dem Unterricht hingehen. Hallo, hier geht es in einen der beiden Technikräume. Hier siehst du den Arbeitsplatz eines Siebtklässlers, der gerade seine Holzbox herstellt. In den Schränken steht schon das entsprechende Werkzeug für dein erstes Werkstück bereit. Du sammelst aber nicht nur Erfahrung mit den Werkstoffen Holz, Metall und Kunststoff, sondern lernst auch den Bereich der Elektrotechnik kennen. Die notwendigen Geräte zum Löten stehen hier schon für dich bereit. An der Fensterseite stehen die Maschinen, für die du während deiner Schullaufbahn einen Führerschein erhalten kannst. Bereits ab der 5. Klasse wirst du hier im Technikraum deine eigenen Werkstücke herstellen. Haben wir dein Interesse an der Technik geweckt? Dann freuen wir uns, dich an der Eichwald-Realschule Sachsenheim begrüßen zu dürfen. Die sich in der 7. Klasse für das Wahlfach IAS entschieden haben, verbringen eines der Halbjahre hier und wir kochen hier, untersuchen Lebensmittel und vieles andere. Das ist unser Computerraum. Sollen wir mal gucken, ob unser IT-Lehrer Herr Bauer drin ist? So, hereinspaziert in unseren Computerraum. Hier seht ihr 30 brandneue PCs, die auf euch warten. Hier werdet ihr Medienbildung in Klasse 5 und ab Klasse 7 Informatik haben. Also, das hier sind unsere Schließfächer und zwar jeder Schüler hat die Möglichkeit, ein Schließfach beim Sekretariat zu erwerben. Und hier können Sie jegliche Hefte, Ordner oder Sportsachen lagern. Und wenn Sie zum Beispiel keine Lust haben, diese mal nach Hause mitzunehmen, kann man sie ganz einfach hier reintun. Also, hier haben wir den zweiten IS-Raum und zwar verbringt ihr hier das andere Halbjahr. Und hier nähen wir ganz viele verschiedene Dinge, wie beispielsweise Eulen oder kleine Teddybärchen, Kissen und Decken. Das ist das Büro unseres Schulsozialarbeiters, Herr Filter.
Das ist das Klassenzimmer der Englischlehrerin Frau Brückner. Und jetzt klopfen wir mal an und schauen, ob sie da ist. Hallo, herzlich willkommen. Kommt rein ins Klassenzimmer der Klasse 6c. Schaut euch um. Also hier seht ihr das Klassenzimmer von meiner Klasse. Das ist ein Klassenzimmer, wie es viele gibt. Jede Klasse hat ihr eigenes Klassenzimmer. Die Schüler kommen in der Regel hier immer rein, wenn sie keinen Fachunterricht in den Fachräumen haben. Dann haben sie zum Beispiel Geografie bei mir oder Englisch oder Deutsch, Mathe wird hier unterrichtet. Jedes Klassenzimmer sieht natürlich ein kleines bisschen anders aus, aber das ist so, ja, das Basecamp der Klasse. Hier sind sie also ganz viel, deswegen haben wir auch Fächer für Materialien. Wir haben eine Klassenbücherei, wir haben eine ganz große Infotafel mit dem Stundenplan. Und ihr seht auch, dass die Klassenlehrerin Englischlehrerin ist, deswegen hängen hier ganz viele englische Sätze. Wir haben einen Beamer wie in jedem Klassenzimmer. Und wir haben eben alles Material, was wir so brauchen für den Unterricht. Die Lehrer bringen dann zum Teil auch noch was mit. Und ja, hier findet ganz viel Schulleben statt. Das ist das Reich von unserem Physiklehrer, Herr Hoder. Hi, kommt rein. Hier befinden wir uns im Fachbereich Physik. Wie ihr sehen könnt, modernste Ausstattung. Hier wird ganz viel experimentiert und wir erkunden zusammen alle Faszinationen und alle Phänomene der unbelebten Natur. Wir sind seit letztem Jahr auch ausgezeichnet als MINT-freundliche Schule. Bedeutet, die Fächer Mathe, Informatik und die Naturwissenschaften werden bei uns ganz groß geschrieben. Ich freue mich auf euch. Zahlenmäßig die größte Gruppe der synthetischen Farbstoffe. Charakteristisch für die Azofarbstoffe sind eine oder mehrere Azobrücken. Ui, schau mal das Gummibärchen! I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought, I'll be free one day from society's restraints, money, clap. Willkommen in unserem Chemieraum an der Eichwald-Realschule. Wir sind Herr Karak und Herr Till. Wir sind die Chemielehrer und wir freuen uns auf euch. Wie ihr gerade gesehen habt, es gibt ein bisschen Theorie in der Chemie, aber natürlich ist es auch nicht das Einzige. Wir werden natürlich mit euch viel Versuche durchführen und auch einiges an Spaß haben. Und ja, kommt hier an die Eichwald-Realschule, ihr werdet es sicher nicht bereuen. Im Mittelpunkt der Klassen 5 und 6 stehen die Tiere und Pflanzen. Davon gibt es ganz schön viele, von denen du natürlich einige näher kennenlernen wirst. In der Klassenstufe 7 lernst du deinen eigenen Körper, genauer gesagt dein Skelett, besser kennen. Du erfährst, wie es überhaupt möglich ist, dass wir aufrecht gehen können. In Klasse 8 stehen du und dein Körper wieder voll im Mittelpunkt. Es geht nicht nur darum, wie du zum Beispiel mit deinen Augen oder Ohren die Umgebung wahrnimmst, sondern auch, was in deinem Körper so abgeht. Vom Gehirn übers Herz bis hin zur Lunge. In deinem Körper gibt es ganz schön viel zu entdecken. Schon ab der 5. Klasse erlernst du im Fach BNT bei spannenden Versuchen und Experimenten den Umgang mit den notwendigen Laborgeräten. Bist du bereit? Dann begrüßen wir dich recht herzlich an der Eichwald-Realschule Sachsenheim. Also, wie ihr schon hören könnt, gehen wir jetzt zum Musiksaal. Hi und herzlich willkommen in unserem Musiksaal.
Hinter mir seht ihr ein Schlagzeug sowie weitere Bandinstrumente. Normalerweise gibt es auch noch ein paar mehr. Die Schulband spielt hier. Es gibt eine Schulband, die seht ihr hier im Video. I'm gonna take my horse to the Yorker Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the Yorker Road. I'm gonna ride till I can't no more. Außerdem haben wir baden-württembergweit eine einzigartige Sache hier in Musik, und zwar eine Streicherklasse für Klasse 5 und 6. Die seht ihr auch hier im Video. Aus den Leuten von der Streicherklasse bildet sich im besten Fall ein Schulorchester, das wir auch schon oft hatten. Was wir auch im Programm haben, sind Musical. Da gibt es auch einen kleinen Ausschnitt. I just can't let you go. God knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being like you. You made this mess and left me with the pieces. Dann haben wir noch einen Chor, der das Ganze abrundet für unsere jungen Kids. Hallo. Hallo. Also, ich tue zwar gerade nur so, aber eigentlich sitzt immer hier unsere Sekretärin, die sich um alles und jeden kümmert. So, und könnte ich noch den Schulleiter Herr Renner sprechen? Klar, ich gucke nur noch kurz, ob er da ist. Hallo Herr Renner, Mara will Sie sprechen. Klar, du kannst rübergehen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Viertklässler hier an der Eichwald-Realschule in Sachsenheim. Ich würde mich riesig freuen, euch live und in Farbe im September hier bei uns an der Schule begrüßen zu dürfen. Ihr als Schüler steht hier bei uns an der Schule im Mittelpunkt. Das ist uns ganz wichtig. Und wenn ihr noch weitere Informationen benötigt, braucht, dann schaut doch mal bei uns auf der Homepage vorbei unter www.realschule-sachsenheim.de. Bis bald! Das war's mit unserem virtuellen Rundgang durch unsere Schule. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es wäre schön, wenn wir euch alle nächstes Jahr hier in der Schule als Schüler sehen.